Das, ihr Lieben, ist die neue Heimat der Menschen des Imperiums. Und wir wollen zur Endgame-Krise werden. Hallo und herzlich willkommen zu Stellaris Nemesis. Ich bin der Strategienerd und sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Unser Hauptsystem heißt Nerdica und wir befinden uns natürlich auf Nerd Prime. Wie sollte es bei dem Strategienerd auch anders sein? So, wir haben bereits ein bisschen was angeguckt und erobert hier. Das ist die uns bekannte Galaxie. Sie ist relativ groß und ich habe das Ganze bewusst gewählt, um mit euch gemeinsam die Performance im Endgame testen zu können. Ich habe es beim letzten Let's Play war die Galaxie auf Mittel und jetzt habe ich bewusst eine große Galaxie gewählt und habe auch mehr Hyperraumrouten hinzugefügt und so weiter, mehr bewohnbare Planeten. Wir sind also beim Faktor 1,5, was bewohnbare Planeten angeht, damit wir im Endgame, das wird mit Sicherheit noch ein paar Monate dauern, bis wir da hinkommen, in diesem Let's Play tatsächlich gucken können, ob die Änderung der Planeten echt was gebracht hat. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, dass wir die Planeten auch automatisiert abarbeiten lassen. Ich bin alles in allem wirklich, wirklich gespannt auf die Updates. Und ich hoffe, dass wir langsam irgendwann mal auf ein Schiff treffen und die neuen Systeme testen können. So, das werden wir erstmal sein lassen. Jetzt haben wir eine Tradition verfügbar. Und jetzt ist die Frage, großer Rat, die Herrscher-Fähigkeitsstufen werden um 2 erhöht, das heißt insgesamt um 4, das ist natürlich nicht schlecht. Ich würde aber tatsächlich erstmal den Weg nehmen. Ich glaube, bis unser Herrscher dort auf eine oder an eine Grenze kommt, das kann noch dauern. Wir gucken mal, Valerian Romanov. Ah, er hat schon 2 von 5, ne? Das heißt, er wäre dann bei 9. Ja, sollten wir also tatsächlich mal gucken, dass wir bei ihm auf 10 kommen. Also auf die 9 kommen und da jetzt dringend mal weitermachen. So, Flottenkampfstatistik. Wir haben tatsächlich in der ersten Folge bereits unsere erste Schlacht geschlagen gegen die Weltraumamöbe. Und wir müssten jetzt mit unserem Schiff das Projekt erforschen können. Wunderbar. Und euch ziehen wir zurück nach Nerdica zur Reparatur. Wunderbar. So. Du kannst bitte nach Hixiam gehen. Du wirst da unten hinfliegen. Beziehungsweise, wir müssen ja hier erstmal Bergbaustation bauen. Da fehlt uns ein bisschen was. Lot ist ausgewichen. Ja, das haben wir gemacht. Eine Anomalie gefunden. Da kümmern wir uns gerade noch nicht drum. Und Bergbaustation sofort abgeschlossen. So, du kannst dahin. Dann würde ich tatsächlich sagen, danach strebst du nach dort. Du bist dort fast fertig. Dann kannst du bitte hier lang gehen. Und wenn du da bist, werden wir uns weiter drum kümmern. So, du hast nichts zu tun. Du bitte weiter erkunden. So. Und dann würde ich tatsächlich, da unsere Galaxie ja so groß ist, ein weiteres Forschungsschiff bauen. Ich glaube, dass uns das tatsächlich hilft, wenn wir ein weiteres Forschungsschiff haben. Dann können wir jetzt mal weitermachen. Wir gehen auf normale Geschwindigkeit. Und dann gucken wir mal, dass wir das mal in den Griff bekommen. So, übrigens, Hadar Prime ist jetzt in der Kolonisierung. Das ist sehr, sehr gut. Okay, jetzt ist die Frage, wo wir weiterbauen. Auf jeden Fall hier unten Bergbaustation. Und hier würde ich sagen, setzen wir einen Außenposten. 136. Jetzt müssen wir mal gucken, wer sie war. War sie unser Anomalie-Experte? Archäologie, sorglos sollte. Ja, wir erforschen das jetzt. Komm, wir machen das jetzt. Ziehen das hier durch. Wow, Physik haben wir. Wir haben Trümmer im Korach-System analysiert. Regenerative Rumpfgewebe plus 10% Sozialforschung. Wow, plus 20 Punkte. Das ist nicht schlecht. Im Korach-System.
Hier fehlt mir irgendwie so ein Button, dass wir uns das mal angucken können. Was ist jetzt mit. Habe ich. Ach, ich habe. Moment. Ach so, das ist das neue Schiff. Ja, okay. So, ein weiterer Forscher bitte. Wir haben Forschungsgeschwindigkeit, neue Welten, Forschungsgeschwindigkeit, Computer und Erkundungsgeschwindigkeit. Ja, sehr gut. Ihn nehmen wir. Und dann schicken wir ihn bitte. Er geht nach da. Und dich schicken wir dahin. System erkunden. Und dann dahin. Wunderbar. Ich bin übrigens echt gespannt, was es hier in Gidi und Ogeziem mit diesen Anomalien auf sich hat und ob wir vielleicht auf die Erde an sich treffen. Das wird mich System auch mal. Reconnaissance completed. Das lassen wir bitte sein. Ob wir wirklich auf die Menschen hier treffen. Construction complete. Hixia, sehr gut. Einmal Bergbaustation bitte. Und jetzt ist die Frage, in welche Richtung wir weitergehen. Auf jeden Fall Korach, das ist klar, hier gibt es Gas. Da müssen wir weiter. Und Atyre. Anomaly found. 60 Tage, das können wir gleich mitmachen. Sternbasis bauen. Ja, ich denke, das machen wir. Wirbelnde Schatten. Gewaltige, zackige Schattenflächen ziehen über die Oberfläche von Astarte 8a. Die Schatten werden nicht von Wolken, sondern von dünnen, tuchartigen Flächen organischen Materials geworfen, die durch die oberen Schichten der Atmosphäre treiben. Sie sind über Scharniere oder wohl eher Gelenke miteinander verbunden, um ein gewisses Maß an Beweglichkeit zu ermöglichen. Wissenschaftsoffizier Kimyoko Miura möchte sich noch nicht festlegen, ob er sie der Flora oder der Fauna zuordnen soll. Auch was mögliche Zwecke ihres aufwärtigen Schattenwerfens sein könnten, weiß er es noch nicht, falls es überhaupt einen solchen Zweck gibt. Sehr interessant. So, weiter geht's. Wir spielen übrigens tatsächlich im Moment komplett ohne Mods. Das heißt, dieses Spiel ist wirklich 100% Stellaris, Nemesis, Vanilla. Alle Bilder, es ist kein Mod aktiviert. Construction complete. Die starke Gravitation von Atlas C2 hat eine immense Anzahl von Weltraumtrümmern angezogen, die sich an einigen Stellen um den Gasriesen herum eine dichte Schicht gebildet haben. Das gucken wir uns mal an. Schade, ist nicht simuliert. Die meisten Trümmer scheinen aus einer Reihe von Weltraumschlachten zu stammen, die von mehreren Jahrtausenden im System stattgefunden haben. Die Trümmer wurden bereits von Plünderern nach wertvollen Technologien und Artefakten abgegrast, aber eine Bergbaustation sollte in der Lage sein, ein wenig Metall zu recyceln. Sehr cool. Okay. Was haben wir hier? Eine Bergbaustation wurde errichtet. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mit dir nach dort. Da müssen wir weitergehen. Archäologische Stätte entdeckt. Wow, was ist das denn? Unser Erkundungsschiff hat in Astart 6 gescannt und einige künstlichen Strukturen entdeckt, die einen genauen Blick wert sind. Es gibt keine Anzeichen für Bevölkerung dort unten. Schwierigkeit 4, Difficulty Extra Hell. Okay. Das lassen wir dann wohl erstmal sein. Ihr seid dort. Ihr braucht auf jeden Fall. Oh Gott, wir haben noch nicht mal General rekrutiert. Anomaly found. Bitte direkt mitmachen. Kosten reduziert. Lebensdauer. Admiral Huan So. So, repariert. Reparieren braucht man nichts. Ist alles bereits fertig. Und hier oben gibt es. Boah, das ist ein normales schwarzes Loch, ne? Ja. Oh, guck mal, hier gibt es einen Planeten. Okay. Das ist ja Anomaly interessant. found. Ja. Science Division reports a new breakthrough. Sehr schön. Eine neue Forschung. Wir haben erforscht. Wir haben höhere Forschungsgeschwindigkeit erforscht. Dann schauen wir mal. Blauer Laser. Oder Physikforscher von Forschern plus 20%. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die, damit wir dort weiter vorankommen.
So. Du bist dort eine Sternbasis am Bauen. Sehr gut. Nach der Sichtung... Ah, sehr gut. Jetzt geht's los. Nach der Sichtung unidentifizierter Schiffe im Weltraum ist Nerd Prime im Aufruhr. Da ihre Absichten unbekannt sind, müssen wir sicherheitshalber vom Schlimmsten ausgehen. Diese Option ist verfügbar, weil wir xenophob sind. Wir hassen andere. Alle anderen. Wir haben im Cyberan-System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir ihr den Codenamen Delta Boogies gegeben, bis wir mehr über sie herausfinden konnten. Falls sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln, damit wir abschätzen können, wie groß die Bedrohung ist, die von ihnen ausgeht. Okay. Wir haben einen Erstkontakt mit einer Entität hergestellt. Alienschrift. Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit mit einem Bergbaulaser einen ausgedehnten Text in die Oberfläche von Astart 6a gebrannt. Diese gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der oberen Hemisphäre des Mondes. Es scheint eine Kurzgeschichte zu sein, die von dem harten Leben eines Aliensöldners handelt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das ist schön. Und wir gucken jetzt aber mal die Neuerung an im Spiel, nämlich mit dem Update 3.0 hat sich ja das ganze Verhalten, also eigentlich zwei große Blöcke geändert, nämlich das Thema, wie lerne ich Leute kennen und was mache ich dann, und das ganze Thema Planeten. Planeten hatte ich beim letzten Mal schon mal so ein bisschen gezeigt. Das wird, was die Verwaltung angeht, werden wir das im Let's Play sehen und vor allen Dingen auch zum Schluss dann im Late Game soll das massiv mehr bringen, hatte ich ja schon gesagt. Und das ist die nächste neue große Neuerung. Wenn wir jetzt auf jemanden treffen, dann haben wir nicht mehr einfach im Situationsprotokoll dieses Thema, wir erforschen das jetzt, sondern wir haben jetzt dieses, ich sag mal, dieses System wie bei den Archäologie-Systemen, dass wir wirklich stückchenweise jetzt immer mehr und mehr kennenlernen. Und um hier in die nächste Phase zu kommen, setzt einen Gesandten ein, um mehr über Delta Boogie in Erfahrung zu bringen. Wir haben Liangxi, das heißt, wir setzen sie hier einfach mal ein. Und sie wird versuchen, hier jetzt etwas in Erfahrung zu bringen über diese Leute. Ja, und dann haben wir entweder einen Durchbruch und wir lernen hier mehr kennen oder auch nicht. Das, denke ich mal, haben wir schon gesehen. Wir hoffen, dass wir in die Phase 2 kommen. Schwierigkeit verringert sich die Wahrscheinlichkeit, mit der am Ende die Untersuchungsphase ein erfolgreiches Ergebnis erzielt wird. Jedes Kapitel in einer Erstkontaktuntersuchung kann einen anderen Schwierigkeitsgrad haben. Das wird also zufällig ausgewählt und sie wird da jetzt dann arbeiten. Phase dauert 23 Tage. Sehr schön. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit unseren Schiffen hier hoch weitergehen und ein weiteres Konstruktionsschiff bauen, das wir hier hochschicken. So, wenn ihr übrigens in dem Let's Play dabei sein wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge Konstruktionsschiffe übrig. Im Moment heißen die Astart, Askella, Atlas, Quatsch, das sind die Systeme. Erhard, Pioneer, Hubble, Tereshkova. Also wenn ihr ein paar coole Namen habt, dann schreibt es gerne, dann können wir das hier auf jeden Fall mal mit aufnehmen. So, jetzt haben wir eine weitere Forschung. Ja, Nahrung, das ist gut. Wir sind nämlich nur bei 10. Regeneratives Rumpfgewebe. Das ist eine seltene Technik. Die können wir eigentlich nicht ablehnen. Boah, Scheibenkleister, ey. Forschung muss immer möglich sein. Ah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Wir nehmen das DNA-Mapping. Das dauert mir einfach zu lange im Moment. Apropos, wie sieht es eigentlich in Nerdica aus? Forschungslabore sind gut gefüllt, hoffe ich. Ja, tatsächlich. Wir sind bei der Forschung ja nicht gut mit dabei, aber es ist okay. Legierung haben wir auch. Dann können wir tatsächlich mal schauen. Recon Pass completed. Dass wir weitere Distrikte bauen. Und ihr seht übrigens, Stadtdistrikte, es stellt jetzt nicht mehr nur, und das finde ich auch sehr cool, einfache Wohnungsplätze bereit, sondern ihr habt jetzt hier auch Büroangestellte. Und diese Büroangestellte erzeugen jetzt hier tatsächlich Dienstleistungen und auch
Handelswert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das war vorher nicht so. Das heißt, wir können jetzt hier ein paar Stadtdistrikte nochmal bauen. Und mit den Leuten werden wir automatisch Dienstleistungen produzieren. Jetzt ist die Frage, ob wir möglicherweise einen Bergarbeiter hier abziehen. Ah, da arbeiten unsere Sklaven drin. Da können wir ruhig mal einen Sklaven... Ah, ja doch, wir ziehen aber einen Sklaven ab und packen das mal als Büroangestellte. Ah, dann zieht er hier die ganzen Techniker raus, ne? Dann lassen wir das mal so. Nee, wir lassen das so. Ich denke, wenn wir hier weiter wachsen, dann sind wir auf jeden Fall bei dem Büroangestellten. Dann kommen wir da weiter hoch. Okay. Gut. Science Division report success. Sehr schön. Metallkeramikpanzerung. Da können wir unsere Schiffe gleich updaten. Und ein Gauss-Geschütz. Das machen wir. Okay. Und ihr bitte einmal Update. Und dann müssen wir tatsächlich mal in die Schiffe reingehen und die automatische Verbesserung und Konstruktion ausmachen. Da bin ich ja überhaupt kein Freund von. Astart wurde erkundet. Sehr schön. Unter der kargen Oberfläche von Askella 2 gibt es ein weitreichendes Tunnelnetzwerk, in dem wir eine Art von unterirdischer siliziumbasierter Lebensform gefunden haben. Soweit wir das sagen können, ernähren sich die Kreaturen von Felsen. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass sie über eine rudimentäre Form von Intelligenz verfügen. Durch ihre Tunnelgraberei haben sie große Mengen wertvoller Mineralien an die Oberfläche geschafft. Sehr gut. So, du bitte da hoch, beziehungsweise 1, 2, 3. Ah, wir müssen eigentlich hier, wir müssen hier lang gehen. Dahin. Du baust hier bitte Bergbaustation und Forschungsstationen. Und den müssen 72 Tage, das können wir gleich mitmachen. Und das werden wir hier bitte mal unter Kontrolle behalten. So, hier haben wir jetzt tatsächlich den ersten. Das heißt, wir müssen hier hoch. Ships refitted. Sehr schön, stark vergrößern. Dann gehen wir erst jetzt nochmal kurz in die Technologie und in den Schiffsdesigner. Was ich gerne mache, ist die automatischen Designgenerierungen ausschalten. Die Schiffe an sich dürfen sich gerne automatisch updaten, habe ich kein Problem mit. Ich habe aber ein Problem damit, dass diese Systeme hier automatisch generiert werden. Das mag ich nicht. So, Wächterpunktverteidigung, Wachtschiff. Weiß ich nicht. Ich bin eher tatsächlich so ein Abfangjäger-Typ. Ich würde sagen, die Hawk-Klasse werden wir mal komplett umbauen. Und ich denke, wir sollten tatsächlich die Schiffe, werden wir mal nach einem Namensschema benennen. Wir nehmen Schiffsklassen nach deutschen Städten. Und die Größe der deutschen Städte würde ich versuchen, so ein bisschen an die Sachen hier anzupassen. Und die kleine Korvette ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Das ist eine Kleinstadt. Wenn euch ein paar coole Kleinstadtnamen in Deutschland einfallen, die ihr unbedingt als Schiffsklasse haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde jetzt einfach mal... Was haben wir denn? Ich bin echt am Überlegen. Wir nennen das mal Wolfsburg. Das ist die Wolfsburg-Klasse. Und wir geben ihr einen Massebeschleuniger. Zwei rote Laser. Und einmal Panzerung und zwei Deflektoren. Wobei wir mal gucken. Plus 65, plus 50 und Regeneration. Das ist okay. Passt. Die Wolfsburg-Klasse, automatische Verbesserung ist an. Einmal speichern. Und dann haben wir hier einen Abfangjäger der Wolfsburg-Klasse. Und die Hawk, die kommt jetzt hier. Entfernt das Schiffsdesign von der Designliste unseres Reichs. Okay, wir können es nochmal drinnen lassen. Aber ich will am Ende des Tages dieses Schiff jetzt umrüsten. Das ist die Hawk-Klasse. Und wir rüsten das mal um. Auf die Wolfsburg-Klasse. Alles klar. Und dann können wir, wenn das abgeschlossen ist, werden wir dann das Schiffsdesign entsprechend löschen.
So, wie sieht es hier oben aus? Durchbruchschance 20% haben wir jetzt. Einblicke 7, 9. Okay, cool. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Sehr schön. Schiffe wurden umgerüstet in die Wolfsburg-Klasse. Das heißt, wir nehmen die Hawk jetzt hier raus. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Weiter geht's. Du gehst nach dort und kannst bitte einen Außenposten bauen. Jawohl. Geothermisch. Das aus dem Orbit gemessene Dröhnen entsteht durch die Bewegung gewaltiger, uralter geothermischer Extraktoren, die kurz vor der Fehlfunktion stehen. Diese vor langer Zeit gebauten riesigen Disintegratorenkomplexe pumpten seit jeher supraerhitzte Flüssigkeit aus dem Planetenkern nach oben. Ihre Speicherkondensatoren sind alle defekt oder leckgeschlagen. Etwas Energie konnten wir aber trotzdem von ihnen extrahieren. Sehr gut. Oh, Ingenieursforschung sogar. Und Planeten? Zwei alpine Welten. Bin ich mal gespannt, was die Forschung hier ergibt. Durch harte Arbeit hat der Wissenschaftler Camilo Bianchet eine neue Eigenschaft entwickelt. Was hat er denn? Fachwissen Materialien. Sehr cool. Bitte eine Forschungsstation bauen. So, Erstkontaktereignis ausstehend. Etwas in der Erstkontaktuntersuchung ist geschehen, das wir derzeit durchführen. Ein mysteriöser Raumfahrer. Nach der Sichtung nicht identifizierter Raumschiffe ins Cybian-System wurden allen Streitkräften in der Umgebung befohlen, gemäß Standardprotokoll einen erhöhten Bereitschaftszustand einzunehmen. Der Geheimdienst analysiert noch immer die wenigen Daten, die wir über das unbekannte Flugobjekt haben, doch es scheint in der Lage zu sein, im Hyperraum zu reisen. Etwaige offensive Fähigkeiten sind weiterhin unbekannt, da dies wahrscheinlich unser erster Kontakt mit einer neuen fremden Zivilisation darstellt, sollten wir Schritte unternehmen, um die Kommunikation zu entschlüsseln. Das wird als feindliche Handlung interpretiert. Lasst uns einige von ihn kapern. Nein, wir machen natürlich hier weiter. Das machen wir nicht. So. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ich würde sagen, wir werden zu unserer Flotte mal ein paar, das machen wir nicht. 91 machen wir. Werden hier mal ein paar Schiffe zur Flotte hinzufügen. Wir haben 275. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir gehen mal auf 5, das kostet 200. Und dann schicken wir die Flotte hier oben hin ins J-BAM-System, das wir gerade für uns einnehmen. System Reconnaissance completed. Sehr schön. Du hast noch weitere Aufgaben, dann kannst du bitte da weitermachen. Ja, das war jetzt doof. Geh erstmal bitte nach... Jawohl. Geh erstmal nach da bitte und dann hier erkunden, da erkunden. Dann da unten. Okay. Bergbaustation bitte. Sehr gut. Hier unten geht es erstmal nicht weiter. Wir bleiben erstmal da. Wir gehen zurück und bauen dort eine Station. Bei genauer Untersuchung haben wir entdeckt, dass ein kleiner Asteroid, der fast gänzlich aus wertvollen Materialien besteht, kürzlich mit ihm hier kollidiert ist. Gucken mal. Dieses klein, aber dichte Metallvorkommen befand sich dicht unterhalb der Asteroidenoberfläche. Nun aber ist es freigelegt und kann abgebaut werden. Sehr gut. So, wo sind wir denn? Ethol, hier geht's weiter. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, danach gehst du da oben hin. Und du gehst nach dort. Dorthin und danach dahin. Du hast deine Aufgaben. Du gehst nach dort, hast deine Aufgaben auch. Wunderbar. Dann gucken wir uns jetzt den neuen Planeten mal an. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Was haben wir hier denn für Blocker? Giftiger Seetang-Dschungel.
Das geht aber noch. Und der hat unheimlich viele Industriedistrikte. Ich würde tatsächlich mal sagen, wir nehmen ein Industriedistrikt. Wir können ihn momentan nicht bauen. Und ihr, übrigens, wenn ihr hinterher ein Industriedistrikt baut, dann sind dort ja Leute, die das Ganze umwandeln in Konsumgüter oder Legierungen. Wenn ihr entscheiden wollt, dann hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ihr könnt das über die Koloniebestimmung machen. Das ist ja grundsätzlich immer eine gute Entscheidung, sowas zu wählen, was ihr hier für eine Welt haben wollt. Und ihr könntet jetzt hier zum Beispiel sagen, wir machen eine Gießereiwelt und oder, also in dem Fall, oder nur eine Industriewelt. Und wenn ihr das oder das gewählt habt, dann wird entschieden, was hier produziert wird. Ja, so habe ich zumindest dieses Prinzip bisher verstanden. Ansonsten, Umsiedlung und sowas bleibt, aber ich hatte ja schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass im Endgame umgesiedelt wird, ist jetzt überhaupt grundsätzlich erstmal vorhanden. Das heißt, die können sich auch dazu entscheiden, sich selbst umzusiedeln. Das ist auch nicht schlecht. So, weiter geht's. Wir sind in der Nähe vom Kibaran Malstorm auf ein gewaltiges Wesen gestoßen. Es scheint nur teilweise in unserem eigenen Universum zu leben. Oh Gott. Das ist wieder so ein widerliches Moment. Kibaran Malstorm. Ist denn dieses System? Ach, da hinten. Okay. Ja, das kann nichts Gutes bedeuten. Ach, um Gottes Willen, die Uhr. Wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Das ist so widerlich. Das hatte ich im letzten Let's Play schon. Das ist so grausig. Bah, unglaublich. Und wie es hiermit weitergeht, ihr Lieben, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter, 16 Uhr. Macht's gut bis dahin. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.